cool, der sieht ja cool aus. Sieht so wie ein Happy Berg, Papa. Aber die Berge hochklettern. Die Berge, aber nicht auf die Berge. Das hat er sie zum ersten Mal, solche Berge. Die ist aber riesig. Ja, der ist wirklich riesig. Und die Berge sind aber so vor groß. Vor uns ist das Nebel. Weil sie groß sind, dann sind sie nicht kleiner. Warum heißt das von Nebel? Weil sie groß sind. Was hast du gerade gesagt? Klavier. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Klavier in der Hecke oder so. Ne? Aber beim letzten Mal war hier kein Klavier. Erinnerst du dich? Ja. Da war hier gar nicht. Oh, yeah. Oh, da war hier sogar kein Klavier. Das ist schon ein bisschen her, ne? Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal hier waren. Das ist doch ewig. Ja, 4 Jahre. Als ich 5 war, waren wir hier. Ja, komm wir einmal. Und ich bin 1, Mami. Du bist 1. Du bist doch nicht 1. Deswegen 1. Wie alt bist du? 1. Nee, du bist 2. Nein. Ich bin 1. Das ist die Glückszahl. Ja, wir haben ja gerade gefrühstückt, weil wir können ja noch nicht in unsere Zimmer. Wir sind so doof. Also Justus und ich, ne? 4 Kinder, ein Hund. Auf alles geachtet, an alles gedacht, außer an Anastasias Jacke. Also sie ist echt hier und hat keine Jacke. Jetzt müssen wir gucken, wie wir eine Jacke besorgen. Jetzt werden wir in die Stadt gehen. Ja, das müssen wir aber jetzt machen, ne? Bei 12 Uhr. Ja, also wie... den Kopf voll gehabt, aber daran nicht gedacht. Ja, lass uns mal losziehen. Irgendwie sind die Zimmer jetzt doch schon viel früher fertig. Und wir sind schon in einem drin. In diesem werden wir auch bleiben. Das andere, das müssen wir morgen wieder räumen, weil wir haben wieder so kurzfristig gebucht. Das ist ja immer bei uns so. Und dann ja, müssen wir morgen einmal umziehen, aber das ist nicht so schlimm. Ich zeige dir jetzt einmal eine kleine Roomtour von dem Zimmer, das bleibt. So sieht das aus. Hier ist die Eingangstür, dann kommt man rein, dann ist hier ein riesiger Hund und ein Baby. Dann hat man hier eine kleine Umkleide. Kann man seine Sachen reintun, Schuhe kann man dann hier drauf tun, die werden immer schnell schmutzig. Und dann ist hier auch schon das Wohn- und Schlafzimmer. So sieht das aus. Anastasia hat sich schon direkt Socken ausgezogen, Anastasia. So, ein Doppelbett haben wir hier. Das heißt, das reicht nicht für die Kinder als Kinderzimmer. Das wird dann wahrscheinlich Justus und mein Zimmer. Gucken wir uns mal hier die Aussicht an. Das ist ja immer das Schöne. Ist das Bett gemütlich? Ja. Okay, mal gucken. Das finde ich aber gut, Mami. Ja? Oh, wir haben einen richtig großen Balkon. Mochi, nein, da können wir nicht lang. Mochi, komm her. Wir bleiben hier auf der Seite, ne? Okay, und das ist unsere Aussicht. Ja, dann gehen wir schnell wieder rein. Dann gehen wir schnell wieder rein, Mochi, komm. Mochi, komm. Mochi, komm her. Ja, der Mochi, der war jetzt auch echt lange im Auto. Aber der hat das so toll gemacht. Hat einfach die ganze Zeit geschlafen. Richtig toller Hund. Dann haben wir hier noch eine kleine Ecke zum Sitzen. Genau. Alles sehr gemütlich, urig. Oh, hier ist ja noch was. Was ist denn hier drin? Oh, nochmal so ein Übereck-Kleiderschrank. Cool. Mochi guckt sich auch alles an. Guck mal. Süß. Da kann man sich ja gut drin verstecken, ne? Es ist ja riesig, der Schrank. Dann gucken wir noch mal kurz drüben. Hier um die Ecke, hier ist ja noch das Badezimmer. Huch, alles gut? Und das sieht so aus.
süßes kleines Badezimmer. Ach, guck mal, wie hübsch gemacht. Da ist mein Bademantel. Bademantel. Föhn, Handtücher. Da ist eine Toilette. Da ist eine Toilette, genau. Da gibt es auch nichts zu sehen. Das war das erste Zimmer. Und gucken wir mal gleich. Ja, das andere Zimmer, da sind jetzt gerade Justus mit den beiden Großen, nee, den drei Großen. Da gucken wir uns dann gleich mal um, ne? Jetzt probiert Mami aber erstmal das Bett. Oh, ist das gemütlich. Ja, es ist gemütlich. Du weißt, wie wichtig die Gemütlichkeit von Betten in einem Hotel sind. Monika? Das entscheidet immer, ob wir nochmal wiederkommen oder nicht. Wir waren schon in richtig tollen Hotels. Aber da waren die Betten so ungemütlich und so toll das Hotel auch war. Wir konnten doch nicht nochmal. Und wo schläfst du, Mochi? Er hat sich schon entschieden, er nimmt dieses Bett. Oh, das ist Papi. Der Papi. Einmal aufmachen. Einmal aufmachen. Du machst auf, okay. So, ich fahre jetzt zu den Kindern. Die haben ein riesiges Zimmer bekommen, was wir auch behalten werden. Also das ist gar nicht das, was wir behalten. Und morgen ziehen wir auch in so ein Zimmer. Also das gucken wir uns jetzt an. Ganz nach oben. Zeigt mal euer Zimmer. Ihr seid aber happy, ha? Euer ist das Schönste. Garderobe. Okay, das sind schon mal andere Größenordnungen als eben. Ja. Oh, nee. Ernsthaft. Und dann kann man sich hier raussetzen. Oh. Den richtig schönen Berg. Das ist mein Bett. Und hier ist mein Bett. Und da ist ja noch mehr Bett. Ist noch ein Bett. Ah, ist das schön. Oh, ich freue mich für euch. Ja. Und da sehen wir sogar einen Berg. Ich hätte auch gerne so ein schönes Zimmer. Ach, das ist eigentlich ein Sofa und dann wurde das jetzt ausgezogen, ja? Ja. Und da ist noch eine Minibar. Ich habe gar keine Minibar auf dem Zimmer und ihr schon? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Wart ihr schon draußen auch? Nein. Ja, geht mal raus. Mal gucken. Das ist doch das Wichtigste. Wenn man in die Berge fährt, dann will man doch die Aussicht genießen. Hier ist sogar eine Liege. Und hier nochmal zum Sitzen. So, liebe Community, jetzt bitte einmal tief durchatmen bei dieser Aussicht. Genau das ist das, was wir lieben. Da steht sogar eine Wolke. Und da hinten sind Kühe. Ich habe sowieso gesagt, die Kühe hier in Bayern sind viel glücklicher als überall anders. Wie viel Rasenfläche und ja, wie viel Freiheit sie hier einfach haben. Darauf klettern. Ja. Ja, das machen wir auch, glaube ich. Ja. Wow, Papi, das ist echt ein tolles Zimmer. Guck mal, wir haben schöne Blumen. Ja, schöne Blumen. Balkonblumen finde ich auch immer so schön. Ist immer so hübsch gemacht hier. Wow. Man hat eine schöne Aussicht. Aber morgen zieht Mami auch in so ein Zimmer, ne? Wirklich? Ja. Achso, ihr seid jetzt in dem Zimmer, was wo umgezogen wird. Genau, dann müssen wir morgen nochmal umziehen. Eine Taube war da. Hast du auch einen Balkon? Ja, aber einen kleinen Balkon. Aber der ist auch schön. Meiner friedlich. Und da kann auch. Und wie teilt ihr euch auf? Elisa ist hier. Und ich bin hier. Okay. Johann? Hat's gut. Das ist das Schönste. Cool. Das ist das Weicheste, glaube ich. Badezimmer wollte ich ja auch noch zeigen. So sieht das aus. Waschbecken. Toilette. Und auf dieser Seite? Eine Dusche. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Wir haben jetzt nochmal Zimmer gewechselt. Deswegen zeige ich dir das auch nochmal, weil das ist jetzt doch doppelt so groß wie das, was wir vorher hatten. Gesundheit! Also hier einmal das Badezimmer. Hat jetzt leider kein Badewanne. Leider keine Badewanne mehr für die Mami. Ich habe gestern noch richtig schön gebadet, habe es mir gut gehen lassen. Guck mal, da ist eine Dusche. Ja, die ist auch okay, ne? Dann gucken wir mal hier. Das Zimmer ist jetzt doppelt so groß. Wir haben hier ein schönes, großes Doppelbett. Aber auch nochmal so ein Rausziehsofa. Da überlegen wir jetzt, wie Anastasia heute schläft. Auch direkt neben mir. Weil so ein kleines Beistellbettchen ist dann doch nochmal was anderes. Alpaka ist auch da, genau.
Ja, und ansonsten ist das gleich, ist einfach größer und nochmal geräumiger. Und die Aussicht zeigt dir nochmal vor allen Dingen das Wetter heute. Wow, oder? Es scheint die Sonne. Guck. Herrlich, dieses Bild. So wunderschön. Anastasia will schon rein. Sie sagt schon die ganze Zeit, Papi trägt mich. Ja, Papi trägt mich. Warte kurz, einmal anpassen. Seit dem Thailand-Urlaub ist sie ein bisschen gewachsen. Guck mal. Ja, stimmt, wir hatten den ja für Thailand-Urlaub, aber da haben wir den gar nicht benutzt da. Ja, wir haben vier ganz umsonst. Nicht Monchi ist auch schon bereit. Guck mal, er hat sein Geschirr heute an. Heute wird auch eine Premiere, weil, wir wussten das gar nicht, er braucht einen Maulkorb für die Bahn. Also für die, wie heißt das, Seilbahn, Nebelhornbahn? Für die Gondel. Ja, und er ist natürlich jetzt auch überhaupt nicht trainiert auf Maulkorb. Normalerweise muss man das immer antrainieren. Er ist so unkompliziert. Wir gucken mal, ob er es einfach so macht. Ansonsten weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich habe überlegt, ob ich mich heute schminke. Ich habe ja mein Schminkköfferchen dabei mit allen Sachen. Aber ich habe mein Abschminkzeug vergessen. Ich habe ja auch diese ganzen Serien und alles, was ich so brauche, immer dabei. Aber irgendwie habe ich mein Abschminköl vergessen. Und das. Jetzt muss ich tragen. Achso, eine neue Jacke für Anastasia hat mir übrigens gestern gekauft noch. Habe ich dir auch erzählt, die hat mir auch vergessen. Und zwar diese Wuscheldecke, muss ich schon sagen. Fühlt sich wirklich an wie eine Wuscheldecke. Total kuschelig, sie hat sich verliebt. Ich hätte ihr eine andere gekauft, aber sie wollte die unbedingt haben. Passt du? Ja. Also das ist ja quasi dann nochmal der doppelte Anschnaller, den wir nicht brauchen. Warte kurz. Und? Also? Geht das so? Ich bin total K.O. Also dieses Schlafen im Auto, das hat uns alle so K.O. gemacht. Justus hat zugegeben, es war nicht erholsam. Er wird es auch nie wieder tun, hat er gesagt. Und wir haben einfach alle, ich habe heute bis 10 Uhr geschlafen. Ich habe trotzdem gestern Abend noch den Vlog fertig geschnitten. Justus meinte, willst du wirklich noch den Vlog schneiden? Habe ich gesagt, ja, meine Community wartet. Das muss pünktlich dann online sein. Dann habe ich das fertig gemacht. Dann war ich K.O. Dann haben wir wirklich durchgeschlafen. Bis jetzt wurden wir von der Sonne geweckt. So. Und jetzt wollen wir heute den ersten endlich richtigen Wandertag machen. Genau. Und bereiten uns alle vor. Ja, die großen Kinder sind im Zimmer, packen ihre Sachen. Ja, erstmal nochmal. Ich habe überlegt, ob ich ein bisschen Farbe auftrage. Die Jacke anziehen, dann geht's los, okay? Und ich habe keine Abschluss. Dann kannst du hier ein bisschen schlafen. Und heute ist Sonntag. Ich kann noch nichts kaufen. Ich habe nur Double Cleansing mit, das heißt nochmal so eine Seife, aber kein Öl. Aber vielleicht mache ich dann trotzdem jetzt so ein bisschen. Bisschen, oder, Justus? Ja, mach ein bisschen. Ja, guck mal, Justus ist immer ehrlich, er findet mich einfach geschminkt besser. Ja, es sieht schon hübscher aus. Justus. Ja, was soll das? Warum schminkst du dich sonst? Ja, boah, weil man dann hübscher aussieht. Dieser Mann. Ich liebe ihn. Ja, die ganze Ehrlichkeit. Ne? Wir haben jetzt Schnee hier oben, also ganz oben. Jo, so ist das für so ein Bruder. Mochis erstes Mal auch im Schnee. Hat jetzt erstmal seinen Apfelsnack, ist ja Vegetarier. Ja, mal gucken. Dann laufen wir hier so ein bisschen rum heute. Ist auf jeden Fall herrliches Wetter. Schatz, hier wird Schnee gegessen und da hinten wird ein Olaf gebaut.
für heute verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.